Hallöchen und willkommen zurück zu Ark Survival Evolved mit dem Korti LP. Hallöchen, Popöchen. Da ist er. Ich bin der Kong. Level up. Scheiße, wir müssen doch irgendwann schon wieder Rast machen. Das ist meine Ausdauer schon wieder fast verballert. Noch ein bisschen. Machen wir einfach wieder unten am Fluss. Und da waren so viele Viecher, ey. Wollen wir da nicht dann mal probieren, mit dem Greifer dahin zu fliegen und was zu tamen von oben? Greifer? Ja, ich weiß nicht, wie aggressiv. Also bei den Bibern würde ich aufpassen. Wir können ja uns mal den Biberbau vornehmen. Da gibt es bestimmt coole Items drin. Vielleicht haben die ja auch so eine fleischfressende Pflanze. Pff, die hat es jetzt auch angetan. Oh, ich muss runter. Ja, weil ich jetzt endlich das ganze Zeug dafür habe. Also ein großes jetzt Beet. Das große Beet, ja. Schönes Gewächshaus, wobei da muss ich noch mal dran. Ja, deswegen sind wir ja übrigens hier, Leute, weil ich noch Kristalle brauche fürs Gewächshaus. Oh Gott, ich stürze ab. Oh, was ist das schon wieder für ein Riese? Ich habe eigentlich so schon eine gute Orientierung. Also, Alter. Ah, ne, den kennen wir doch schon. Also jetzt Der Weg zum Vulkan, da kenne ich mich gut aus. Nein, Pronto. Pronto! So, wo ist denn hier der Biberbau? Biberbau, der Justin Biberbau. Oder wollen wir es jetzt direkt machen? Why not? Da ist ein T-Rex. Wo, wo? Genau hinter dir. Oh ja, oh ja. Aber das wäre cool, der ist nicht so weit weg. Klar, ist das schon ein Stück bis zu uns. Aber erstmal Mission Biberbau. Da müssen wir gucken. Hier ist ein Skorpion. Ein T-Rex. Da ist er, mein Freund. So groß ist der gar nicht. Wow. Ist natürlich jetzt interessant, mit dem T-Rex im Nacken das zu machen. Ja, weil auch gerade wieder Insekten kommen. Und der Ark mal so gar kein Angriffstier ist. Der Agi, meine ich. Oh, ich bin vergiftet. Ja, ich bringe lieber erstmal das Zeug in Sicherheit. Ist mir jetzt doch zu riskant. Hey, mein Flugsaurier haut ab. Kriegst du den noch? Hä? Ja, ja. Gut. Boah, was sind denn das da? Und ein Haufen Kompis, die so ein großes Vieh angreifen und ein Skorpion? Alter, ist so die Action. Da würde ich nicht leben wollen, ey. Da hast du jeden Tag Stress. Stell dir vor, wir hätten hier unten unsere Basis gebaut. Alter, aber auch krass, wie viel Fische da in diesem Tümpel drin sind. Weißt du, wie wir unsere Wände hätten hochbauen müssen, wenn wir hier die Basis gebaut hätten? Einerseits denke ich, Alter, was geht da unten ab? Ja, sag ich gerade. Sind keine richtige Kombis. Action. Das ist was anderes. Und da liegt ein Riesenei, das nehme ich mit. Pass auf, ne? Wenn nicht, dass der... Ach scheiße, es ist kein Ei. Was ist das? Doedicurus. Das sieht aus wie so ein prähistorisches Gürteltier. Ach so. Ich glaube, der hat sich auch gerade eingerollt, so wie der ausschaut. Ah ja, stimmt. Witzig. Und die kleinen Viecher haben tatsächlich dieses große erledigt da. Wir müssen, glaube ich, öfters mal her. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Einerseits denke ich mir immer, wir haben ein schön ruhiges Gebiet, aber wenn du dir die Action hier anguckst, ist ja fast schon wieder unser Gebiet schon langweilig, wo wir gebaut haben. Ja, das stimmt, aber hier, du hast auch täglich dann zu tun, ne? Wir können ja gucken, wenn wir so richtig gut ausgerüstet sind, aber nochmal eine neue Basis errichten. Wir machen hier eine Zwischenbasis. Ja, das könnte man machen. Man kann ja mit den Betten von Basis zu Basis reisen, ja. Ging das? Ja, aber ohne Ausrüstung. Ach ja, stimmt, da war ja was. Was ja auch kein Problem wäre, da bauen wir die komplette Ausrüstung nochmal, legen die in die Basis, ne? Genau, und dann, also dass du da nur so einen Vorposten machst, um die Dinosaurier zu tamen. So ungefähr. Du kannst dir ja einen Wachturm bauen, von da oben ballerst du mit den Betäubungspfeilen runter, da musst du aber schön verstärken unten natürlich. Wie gesagt, müssten wir halt komplette Ausrüstung doppelt bauen, da in irgendeine Kiste legen und wenn wir mal reisen, dass wir die Ausrüstung immer dabei hätten. Ja, das ist ja schon mal wieder so ein Projekt für die Zukunft. You know what I mean.
Yes. Yes, I do. Yes, we can. Wir scannen. Ja, was scannen wir denn? Ach, da ist unser Tor. Voll dagegen rammeln. Batsch. Kollisionsschaden müsste es noch geben. Ich meine, erinnerst du dich noch an die letzte Session, wo ich einfach mal so ein kleines Tierchen von, was weiß ich, 100 Metern hier runter habe fallen lassen und es ist nichts passiert? Ach ja, stimmt. Die, ja. Genau, Agi. Und dann erstmal schön kackern, Alter. Ah ja, wenn dann richtig. So, Kristall, Kristall. Und ein bisschen Zitin habe ich auch noch. Und du kannst dann das Metall hier hinten gleich braten lassen, weil ich das näher habe. Das habe ich ja im Agi. Genau, 100 Metal. Da haben wir dann erstmal wieder ein bisschen was. Sieht gut aus. Ich meine an... Hä? Hast du einen, hast du den anderen rausgeholt? Ja, ja. Okay. Parallel. So, da würde ich sagen, ich mache das Gewächshaus jetzt aber eben fertig. Wenn ich jetzt genug habe... Warte mal, jetzt brauche ich rechts. Von denen noch... Nein, was fehlt denn jetzt? Zementa! Die Zementa! Zementa. Fenster runter! Das ist so cool. Runter, habe ich gesagt. Ja, jetzt hör mal auf. So. Schräg? Okay. Ja. Hätte ich fast wieder vergessen rauszunehmen, was ich hier crafte. Nehme ich noch mal ein bisschen Essen mit. So ein Problem. Ah, rüstest du dich schon aus? Jupp. Geil. Dann geht's ab. Bisschen was trinken, meine Flaschen auffüllen. Perfekt. Und noch ein paar Betäubungspfeile machen. Ich hatte ja hier noch 12 Narkotics. Herstellbares. So, was fehlt mir jetzt noch? Munition, Betäubungspfeil, 12 Stück. Kann ich noch? Oh, so. Also, ich brauche noch 3x gerade Dächer und 1x schräg. Und dann habe ich fertig. Mir fehlt aber noch eine Tür. Ja, die muss ich erst noch lernen, aber das geht ja auch so schon. Oh hey, wir haben schon 255% Treibhauseffekt. Hast du noch Kristall mitgebracht? Hatte ich eigentlich alles in die Werkbank geschmissen? Oh nein, das reicht nicht. Ah, ganz geil. Oh hey, ich habe noch 57... Die 255%, die wir jetzt schon haben, die gehen schon gut ab. Ich habe jetzt schon wieder 57 Narco-Berries da hinten rausgeholt, ne? Also dann muss ich irgendwann mal doch nochmal eine extra Tour machen. Hier ist auch noch Chitin in dem Flugsaurier. Eine extra Tour nur für Kristall. Oh. Aber das hat natürlich sehr gelockt, ne? Die ganzen. Also das viele Metall, weil Metall hatten wir ja auch nichts mehr. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich guck grad mal. Ich glaube wirklich nicht. Habe ich echt auch viel gebraucht für die fürs Gewächshaus. Es sind nur noch 60 Kristalle im Fabricator gewesen. Ich wollte gerade sagen, wir haben... Ach, stimmt ja. Ja, ich habe es im Fabricator geschmissen. Aber da kann ich jetzt auch nur noch eine schräge basteln. So, egal. Boah, wie viel braucht das denn? Ich glaube 35 Stück oder so. Oh, okay. Nicht ohne. Ja, ich merk's. So. Naja, ich hab mal einen in der Luft geboxt. Komme ich von hier da drauf? Nee. Aber im Prinzip müsste das doch so gehen. Hör mal. So, ja. Ja. Normale Steinpfeile könnte ich auch noch bauen. Passt. Weil ich habe jetzt 48 Betäubungspfeile. Brauche ich einen Stroh, Feuerstein und Fasern. Ich bin auch blöd, ey. Von unten geht es doch ganz einfach. Unser Metallschrank ist wie immer leer. Ja. Der ist sinnlos. Man kann überlegen, ob man da was anderes dann reintut, ne? Wird sich bestimmt noch was finden dafür. Jo. Gleich mal hier noch reinschauen.
Hat der Skorpion etwa hier ein Ei gelegt? Hat er. Hast du gut gemacht. So, gelb habe ich noch. Treibhauseffekt 0,0. 270, 270. In der Mitte haben wir 0,0 Treibhauseffekt, weil da drüber noch offen ist, wahrscheinlich. Hm. Und ja gut, ich brauche ja nur zwei Türen im Prinzip. Kann ich ja dann später auch noch machen. So, also Narkose, willst du unten hängen? Hm? Du hast bestimmt schon mehr Betäubungspfeile, ne? Ich habe ein paar gebaut, ja. Okay. Dann brauchen wir noch Narkotics. Hast du auch schon? Nee. Ach so, warte mal. Ich habe im Falschen reingeschaut. Hier sind die ja drin. Hä, da haben wir gar nichts mehr. Das habe ich alles für Betäubungspfeile verhauen. Moment, aber die Bären, da müssen noch wieder ein paar drin sein. Hatte ich ja eben rausgeholt, ne? Wie viel Betäubungspfeile hast du denn da jetzt? 42. Yo! Hm? Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Narkotics, würde ich sagen, wenn wir da viele Viecher bekommen. Fleisch ist kein Problem, da haben wir genug. Na toll, eine. So, die Farbe bringe ich weg. Rote Schrank. Hier die Farbe drin? Nee. Warum sind da Steine drin? Alter, ach, jetzt weiß ich, wo die Farbe hin ist. Ich wollte gerade sagen, hier war doch mal mehr drin. So, du, ich habe mich auch mal ein bisschen eingefärbt. Ja, ich bin noch ganz langweilig. Ich warte vielleicht einfach auf meine Riot-Rüstung. So, und sogar hier, das ist auch eingefärbt. Ich bin jetzt Farbenfrau. Also ich wollte noch ein paar normale Pfeile machen. Na ja, wohl 80 Stück. So, ja, schön. Das heißt, ich gehe dann jetzt noch mal ein bisschen Narkoberries farmen. Wie mache ich das am besten? Mit dem Anki. Das ist auch eine gute Idee. Aber wir haben schon zwei Eier von dem Skorpion. Okay. Wow. Kaum ein paar Level auf Bewegungsgeschwindigkeit, da geht sogar der Anki mittlerweile einigermaßen ab. Ist einfach nur super. Ja, super. Super. Wie war das in jeder Session mindestens einmal? Nee, ja. So ist es auch nicht. Waren mal deine Worte. Ja, stimmt. Machen wir mal eine extra Edition. Oh ne, ich glaube, das ist anstrengend. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Survival Evolved. Der Abo, okay. Ach, apropos Abo, ich habe vorhin gesehen, ich habe 206. Ach du Scheiße. Und ich habe überhaupt keine Idee, was ich... Also ich habe mich noch gar nicht so drauf vorbereitet, ob ich da irgendein Special mache. Ja, bei der 200 werde ich diesmal nichts Großes machen. Weil ich vor kurzem erst 2 Jahre hatte. Denn lustigerweise, ich stehe auch kurz vor der 200. Ah, ich weiß, ich könnte VIP-Verlosungen machen auf dem Dinecraft-Server. Nur wenn du das kannst. Ich mach mit. Ja, das ist cool. Auf dem Server. Mittlerweile habe ich da meinen eigenen Shop. Ah ja, okay, ich bin dabei. Aufnahmepartner, Bonus und so, ne? Was? Quatsch. Da bin ich geizig. Ich meine, gerade mit dem Minecraft, das läuft ja bei dir richtig gut. Ich meine, als wir zusammen angefangen haben, hatte ich ein paar mehr Abos als du. Mittlerweile hat sich die Sache gedreht. Ja, stimmt. Das ist auch das beste Projekt. Das macht aber auch richtig Spaß momentan. Irgendwer hat schon wieder ein Level up.
Okay. Ah, die kleine Kothaufen lasse ich jetzt liegen. Was könnte ich denn noch gebrauchen? So, ah, Narkotiks. Narkobären. Cool. Weißt du eigentlich, dass bei den Amis die Drogenpolizei Narcos genannt wird? Die Polizei, oder? Also, diese Drogeneinsatzteams, also nicht die DEA, das ist ja eine richtige Organisation, so wie die CIA, speziell nur für Drogen, aber jetzt eine Abteilung oder ein Sondereinsatzkommando, was jetzt extra nur gegen Drogen ermittelt. Und die werden übrigens da Narcos genannt. Und dann, da habe ich jetzt mal eine Serie gesehen, einmal Narcos selber, da geht es aber mehr um das Schmuggeln aus Südamerika. Und dann halt ja so die Slums in... Brauchst du nicht immer ganz viel Beeren für Farben? Ja, ja, kannst du alles in die Bärenkiste tun. Okay. Ja, und in dieser Serie schreien die dann immer, halt, da gibt es ja so Beobachtungsposten in der Serie, schreien die immer Narcos und dann zack, lass das Zeug verschwinden und nehmen die Beine in die Hand. War nicht schlecht. Oh, so, und ich sehe gerade, wir haben Überlänge. Und während ich mich noch mit diesem Dilo kloppe, sage ich wie immer, Narcos! Na, der Spaß. Wieso ist denn hier eine Schlange? Okay, jetzt. Aber die sieht anders aus. Aber wie gesagt, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Und wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss. Das war eine Titanboa. Tschüss.